Einen wunderschönen guten Tag. Ja, normalerweise habe ich Urlaub, aber meine Pre-Order ist da aus dem Herbst-Winter-Katalog und ich habe versprochen, ich mache ein Unboxing. Eigentlich sollte das letzte Woche schon kommen. Heute ist Montag, der 6. August. Aber das Paket hat es vorgezogen, das Wochenende bei DHL in Saulheim zu verbringen. Jawohl. Jetzt hat es sich also bei mir ausgeheult, wie doof das ist bei DHL in Saulheim. Und jetzt hat es sich entschieden, dann also doch hierher zu kommen. Sehr freundlich. So hat es mich jetzt also zum Geburtstag überrascht. Und ja, jetzt drehen wir hier noch schnell ein Video, weil ich euch ein Unboxing versprochen hatte. Jawohl. Da unten, auf dem Boden steht jetzt mein Karton, weil der ist so groß, dass der gar nicht zu euch passt. Unter die Lampe. Und ja, wir fangen gleich mal an mit tollen Sachen. Ich habe nämlich weißes Cardstock bestellt. Ja, es sind so ein paar Dinge dabei, die gehören jetzt nicht wirklich in die Vororder, aber die mussten mal mit sein. Merlot Rot habe ich bestellt und guckt mal hier, das ist das erste Paket für euch. Jawohl, da kommen aber auch noch mehr, ne? Wo tun wir denn mal den Stapel hin, den ihr gesehen habt? Am besten hier. So. Ich muss mich mal ein bisschen organisieren, weil normalerweise packe ich solche Riesenpakete an meinem Arbeitsplatz nicht aus. So, dann haben wir hier Schneidklingen. Da ist auch das zweite Paket. Schneidklingen. Dann haben wir Stamping Blends. Die hier sind nämlich auch nicht aus dem Herbst-Winter-Katalog. Heideblüte, hell und dunkel. Knister, knister. Hört ihr mir überhaupt zu? Ja, ne? Oder könnt ihr mich verstehen? Ist vielleicht eine bessere Frage. So, also Heideblüte, hell und dunkel. Noch aus dem Jahreskatalog, aber aus dem Winterkatalog. Terrakotta. Oh, ist schon offen. Ist ja auch schön. In hell und dunkel. Die sind echt schön. Die probieren wir gleich auch sofort aus. Und schwarz. Ja, da hier mit diesem hier. Sekunde. So. Hier bei diesem hier kriegt ja, genau, hell, schwarz. Kriegt ja das Wort helles, freundliches Schwarz noch eine ganz neue Bedeutung, oder? Jetzt habe ich doch gerade meinen Mülleimer geleert, dann machen wir den wieder voll. So, dann nehmen wir uns mal hier so ein Reststück Cardstock und dann können wir hier mal ein bisschen testen. Helles freundliches Schwarz. Und tatsächlich fast schwarz. Hell Terrakotta. Ist auch schön, ne? Das ist eine schöne Farbe. Und Dunkel Terrakotta. Und hell Heideblüte. Und Dunkel Heideblüte. Hell Heideblüte finde ich auch sehr schön. Also tendenziell mag ich die hellen Farben tatsächlich auch lieber als die dunklen, aber für diesen Kontrast und für diesen Übergang müssen natürlich beide sein, das sehe ich auch ein. So, wollen wir mal gemeinsam meine Buchhaltung gleich mitmachen hier? Ja, jetzt kommt noch die Müllabfuhr. Natürlich, heute ist richtig was los. Haben wir. Ihr müsst heute echt mit allem leben. Dunkelschwarz, hellschwarz, Terrakotta, Heideblüte.
Schneidklingen, ja, piep, 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 genau. Macht das eure Kataloge, habe ich noch nicht gesehen. Hier, Designer, nee, auch nicht. Da. Und Merlot Rot. Ja, macht das eure Müllabfuhr auch? Ich wohne nämlich hier in einer, wie heißt denn das, in einer Sackgasse. Und der muss dann ja hier drehen. Und manche, wenn hier, ach hier ist er, wenn, wenn hier die Urlaubsvertretung kommt, der traut sich nicht, den Wagen hier zu drehen. Der kommt tatsächlich hier rückwärts in die Straße gefahren, direkt an meinem Schlafzimmerfenster vorbei. Da stehe ich besonders drauf. Gerade weil, also, so der liebe Gott will, es ist jetzt 10 nach 8 oder so. Ja, macht Spaß. So, schaut mal, was ich hier habe. Ich habe nämlich angefangen, mich ein bisschen neu einzudenken. Weil wir ja im Moment eine Stempelkissenaktion haben. Wenn du 10 Stempelkissen kaufst, kriegst du das 11. geschenkt. Und wir haben schon mal 5. Der ganze August funktioniert dafür. Und ich habe jetzt erstmal angefangen, also Espresso, Wildleder, Schiefergrau, Adventsgrüße, nee, Savanne und Sahara-Sand. Hier, Savanne und Sahara-Sand. Habe ich jetzt erstmal angefangen, weil ich möchte tatsächlich doch auf die neuen Farben umbauen. Und da kommt ja das Angebot ganz gelegen, wobei ich tatsächlich nicht weiß, ob ich damit im August fertig werde. So. Ha, Lackakzente. Ist das nicht schön? In der Weihnachtswerkstatt. Haken dran. Echt schön, ne? Die gefallen mir wirklich gut. Kann man das sehen oder glänzt das zu sehr? Dann packe ich es eben aus. Oh, hier ist hier was los. Die Waschmaschine ist übrigens auch schon fertig mit Schleudern. Das habt ihr, glaube ich, gar nicht gehört, dass sie... Ich hab ab. Nichts hält mich am Boden. Sehr schön. Lackakzente mit Tannenbaum. Das ist... Ja, keine Farbe. Grün, rot, weiß. Gut. Fangen wir es noch schnell wieder ein. So. Was haben wir noch? Oh ja, wir haben was, wo ich schon ganz viel drüber gehört habe. Aber ich kenne es noch nicht. Champagne Mist. All Purpose Ink. Suitable for all porous surfaces such as paper. Na dann. Also für alle porösen Oberflächen. So wie Papier. Also machen wir das auf. Das andere ist übrigens, glaube ich, weiß. Das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so schön im Video. Deswegen versuchen wir das mal mit diesem Champagner. Alter Schwede. Eingepackt wie Fort Knox. Entschuldigt, wenn ihr es nicht so richtig seht. Ich packe es ja nur aus gerade. So, mal gucken, was das ist. Vielleicht mit dem Pinsel? Oh, oh. Oh, hi, Sarossa. Wink of Stella in, oh. Jetzt aber hier, Wink of Stella in flüssiger Form, oder? Das ist schon der, oh. Oh, Entschuldigung. Ich freue mich. Das ist mal eine Sauerei, die ich gerne mache, würde ich behaupten. Wenn es Glitz hat, ist es toll.
Sehr schön, tun wir das mal wieder zur Seite. Ist das schon trocken? Nee, noch nicht trocken. Jetzt habe ich es an den Finger. Toll, ne? Den stelle ich mal damit rein, den muss ich gleich, glaube ich, abwaschen. Oder wegschmeißen, weil man es nicht abwaschen kann. Das kriege ich gleich auch noch raus. Aber ich stelle euch dann diese Farbe auch noch vor, von daher. Jetzt war ich ja fast durch mit meinen Produktvorstellungen. Kann ich ja wieder anfangen, ne? Ja. Glanzfarbe, da haben wir es. Champagnernebel, ohoho. So, was haben wir noch? Oh, Glitzerpapier. Oh. So schöne Farben, so schöne Farben. Jetzt bin ich in Weihnachtsstimmung. Das Schöne ist, ich kriege heute noch ein Geschenk. Haha, dann ist wie Weihnachten. Und dies hier ist auch wie Weihnachten. Und überhaupt und so. Oh, schön. Das ist auch mal ein also für die grünen Fetischisten hier. Ich finde es tatsächlich ein schönes Grün. Und das Rot. Das ist auch ganz schön, ne? Ja. Und dann haben wir hier noch Gold. Kupfergold. Orangegold. Na sowas. Auf jeden Fall auch mega schön. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich muss das mal hier reinstecken. Dumm die Dumm, so geht das hier immer, ne? Also, da wisst ihr auch gleich, was ihr so zu tun habt, wenn ihr hier mal ach, herrje. Ach, herrje. So. 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 Ach ja. Ist das nicht toll? Bezaubernd bestickt. Ich nehme sie gleich raus, weil sie bei mir ja immer auf Magnetplatten gehen. Das ist ganz praktisch. Da muss man nämlich dieses hier nicht jedes Mal wieder rein und raus fummeln. So. Sehr schön, oder? Kleine Sterne, kleine Schneeflocke. Und wirklich hier schlicht Herz, Tannenbaum, Geschenk. Toll. Total süß. Mega. So, dann haben wir eine Prägeform. Ja, kann man gar nicht sehen, ne? Kann ich euch echt nur hier zeigen. Also, Wellpapier. Ich habe sie mittlerweile schon gesehen. Freue ich mich auch sehr drauf. Das wird bestimmt auch sehr cool. Ja, wo stellen wir den ganzen Kram denn hier so hin, hä? Dann haben wir hier noch so eine Prägeform. Schöne Schnörkel. Geht auch ganz gut, ne?
So, das hier müssen wir mal zur Seite legen. Das ist nämlich eine Kundenbestellung. Da war ich mal ganz dreist und habe das einfach mitbenutzt. Also mitbestellt. Weil ich ja Porto sparen möchte. Auch für die Kunden. Und wenn ich selber bestelle, müssen meine Kunden immer kein Porto bezahlen. So. Ah, ich bin total verliebt hier. Herbst. Nee, Blätterzauber heißt das. Und hier das Blatt. Ich bin echt verliebt. Das ist total toll. Da freue ich mich mega drauf. Das wird wahrscheinlich auf jedem Projekt von jetzt bis Weihnachten drauf sein. Total schön. So, jetzt machen wir mal ein paar Häkchen. So. So, mal eben ein paar Häkchen machen, sonst weiß ich es gleich nicht mehr. Die machen wir hier sowieso nicht. Hier Wellpapier. Wisst ihr was? Ich mache die halt, mach das später. Das ist echt. Dann müsst ihr jetzt nicht drauf warten, sondern wir gucken hier einfach weiter und ich habe nachher in Ruhe Zeit, das nochmal zu kontrollieren. So, was haben wir denn hier? Oh, Detailed Deer heißt Weihnachtswild. Schwupp, das habt ihr bestimmt schon gesehen, ne? Das ist jetzt nicht ganz eine neue Überraschung. Glaube ich. Also wer sich tatsächlich damit beschäftigt, was es schon gibt aus dem Herbst-Winter-Katalog, der hat es schon gesehen. So, dann haben wir zum Mitnehmen. Ho, ich freue mich, wir haben eine neue Schachtel im Herbst-Winter-Katalog. So eine zum Ausnudeln und Schwuppi! Da, eine neue Schachtel. Kann man sich kaum vorstellen, was es werden wird. Ne? Mini, mini klein, aber mega gut für. Oh ja, genau deswegen stehe ich da überhaupt nicht drauf. Mega gut für Gäste-Goodies. Und ja, die wird toll. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Damit zu basteln. So, dann haben wir Stempelsets. Guck mal, hier ist sogar schon kaputt. Nicht schön. Also, aller Geschenke Anhang habt ihr jetzt lange genug geguckt, ne? Also, Herbstreigen. Das ist das Stempelset zu den Framelins. Mit dem schönen Blatt. Dann gibt es Blütenzauber. Dazu habe ich schon die Framelits und jetzt auch noch den Stempel. Der kommt nämlich auch aus dem Jahreskatalog. Weihnachtshirsch natürlich, wenn ich die Framelits habe. Und ebenso süße Adventsgrüße, wenn ich die Framelits habe. Hier ist nämlich auch schön. Oh, ihr werdet den Herbst-Winter-Katalog so lieben. Da sind so viele schöne deutsche Weihnachtsgrüße drin. Das ist so toll. Da freue ich mich so sehr. Zuckersüße Weihnachten. War auch mega süß. Hier schön für den Hintergrund. Ho, ho, ho. Fröhliche und zuckersüße Feiertage. Kann man schön. Da gibt es nämlich. Mal gucken, ob ich das gerade im Katalog, im Karton finde. Hier. Eine Stanze dazu. Ja. Ne? Das nicht niedlich? Ah, oh, ich freue mich so. So, was haben wir noch? So was haben wir noch. Dann haben wir noch. Ja, genau. So was. Wie gesagt, ein bisschen aussortieren, weil ich habe auch ein paar Kundenbestellungen dabei. Da sind sie. Noch mehr Kataloge für euch und meiner.
Ja, mein Katalog ist endlich da, wie schön. Wollen wir? Nein, wir wollen nicht. Tut mir leid. Ich darf noch nicht. Aber irgendwo steht das Datum. 5. September. Geht los. Und dann können wir auch gemeinsam ganz offiziell gucken. Bis dahin kann ich euch nur den Tipp geben. Guckt mal in der Infobox, da verlinke ich euch. Katalog bestellen und selber gucken. So, dann haben wir noch ein Schneidbrett, aber das ist auch nicht für mich. Und wir haben, oh, jetzt kommen die tollen Sachen. Guck mal, was wir alles noch zusammen auspacken können. Ach, wie schön. Schwupp. So, jetzt ist der Karton leer. Das ist ja super. Und dann können wir nämlich hier. So. So. Das stelle ich noch mal kurz zurück. Wir gucken, wir fangen hier an. Also, Washi-Tape. Weihnachtliches Washi-Tape. Mega süß. Dann haben wir hier eine Art Leinenfaden. Wie heißt der denn? Geflochtenes Leinenband. Ich mache mal eben die Banderole ab, damit ihr was sehen könnt. So. Da ist er. Er sieht ein bisschen aus wie. Ich hoffe, es ist scharf. Er sieht ein bisschen aus wie Schnürsenkel. Seht ihr das? Ja, ne? Mega süß. Das wird so toll. So, dann habe auch ich mir natürlich dieses tolle Aufhebwerkzeug bestellt. Das stelle ich euch natürlich auch alles noch mal ganz detailliert vor. Aber das ist, wird richtig gut. Ich habe natürlich auch, doch, hier habe ich was zum Aufheben. Das ist jetzt gerade nicht SO, aber das ist ja nicht so wild. Da habe ich schon was zum Aufheben. Guck mal, man kann also dann jetzt ganz einfach puk, puk. Dieses Bläuliche hier klebt nämlich ein bisschen und dann kann man hier wunderbar aufheben. Und gerade für so einen kleinen Mist, ne? Also Pailletten und diese Glitzerdinger und was weiß ich, wir haben so viele kleine Teile. Ihr wisst ja, mich gibt es auch nicht mehr ohne meine Pinzette, aber manchmal ist ja auch so eine Pinzette noch grobmotorisch veranlagt. So, das schmeißen wir mal eben in den Müll. Genau, das ist auf jeden Fall unser neues Aufhebwerkzeug. Und auf der anderen Seite hat dieses Ding noch eine zweite Seite, wo man. Quasi verschließen und entschließen kann. Und dann einen Prickelstift. Und dann haben wir hier noch so ein Falzbein mit kleiner Kugel und großer Kugel. Und diese Palette. Passt alles schön mit hier drauf. Kann man einfach hier, hier gibt es eine. Kann man so draufschieben und hinten einrasten lassen. Ja, den seht ihr bestimmt dann in den nächsten Wochen auch in Action. Ja, und dann haben wir hier noch eine Nachfüller, Spitze, weil dieses Gummi dann ja irgendwann auch mal alle ist. Und Nachfüllspitzen können wir übrigens auch kaufen. So.
weiter im Text. Oh, ich weiß gar nicht, was ich zuerst aufmachen soll. Ich mache das große Karton. Den großen Karton zuerst. Ha! Ich spiele ja manchmal Facebook-Spiele, ne? Und jetzt, da wird einem ja dann auch immer so Werbung gezeigt. Und im Moment gibt es da Werbung von so einem Lieferanten mit W. Und das ist eine englische Werbung. Und dann schleicht da so eine Mutti, Fadi vorm Fernseher ins Bild. Und oh, it came. What's it gonna be? Und dann packt die ihr Karton aus. Wenn ich diese Stimme höre, kriege ich mittlerweile schon irgendwie Puls. Ah. Ja, da muss ich auf jeden Fall gerade dran denken. Deswegen musste ich euch das doch gerade mal erzählen. Außerdem darf ich das heute. Heute ist Pre-Order. Ja! So. Das war schon im Jahreskatalog ein Problem, das hier rauszukriegen. Wupp. Aber es ist so eine schöne Dose. Die nicht toll. Ich finde die voll schön. Hier drin ist noch mehr Müll. So, und dann haben wir die nächste Handstanze. Haha. Und eigentlich habe ich gedacht, wenn ich dieses Video drehe, dass ich die andere Handstanze zur Verfügung habe, dass ich euch die zeigen kann. Aber ich komme hier leider gerade nicht mehr raus. Die steht da hinten. Wo ich aber dran komme, sind die Stempel dazu. Ja, eins, zwei, der dritte war es dann. Ist ja immer so. So, und dann kann ich euch nämlich den Unterschied zeigen. Nehmen wir hier nochmal unser Pappding. So, also die Stanze aus dem Jahreskatalog, mit der blauen Dose, hat hier außen so Ecken rausgenommen. Und die Stanze aus dem Weihnachtskatalog, abgesehen davon, dass sie andere Stempel hat, hat einen gebogenen Bauch oben und unten oder links und rechts oder wie auch immer du da, also du kannst auch so theoretisch, aber ne? Es sind zwei unterschiedliche Stanzen, tatsächlich. Da hatte ich mich nämlich schon mit einigen drüber unterhalten. Und wie auch beim letzten Mal, einen Acrylblock. Dann haben wir hier wieder zwei Stamping Spots. Einmal in Real Red, also Glutrot. Und einmal in Kleegrün. Ne? Aufgemacht und losgestempelt. Wie unsere Stempelkissen, nur in Mini. Ja, und dann haben wir hier die Stempel und klack, die Stanze. Ha, schön. Ich freue mich. Und wir haben einen Haufen Müll. Wie immer. Ja, habe ich mit euch hier gleich die Müll sortiert. Das ist auch schön, oder? So, die Stempel kommen gleich da zu den anderen Stempeln dazu. Ach, ups. Die hier könnten wir auch nochmal eben ausprobieren, oder? Klack. Genau, das ist jetzt da, wo ich gerade eben so drauf rumgemalt habe. Aber das ist ja auch nicht schlimm, ne? Da. Ist das nicht niedlich? Darf ich heute quietschen? Ich darf heute alles. Ich habe heute Geburtstag. Ja! Okay, ich höre ja schon auf. Aber das ist halt so schwierig. Das ist übrigens ein Projektset, dass ich mit euch auch noch mal live machen werde. Deswegen gucken wir jetzt nur ganz kurz einmal rein. Und ich zeige euch das dann, wenn wir das zusammenbauen.
So, Projekt Z mit für Anhänger. Toll, ne? Ja, da freue ich mich sehr. Aber ich muss noch mal reingucken, ob ein 1 Blitzer. Ja, genau. So, jetzt habe ich nämlich auch wieder auf der Pfanne. So, nochmal eben gucken hier. Jawohl, dieses hier. Aller Geschenke Anhang. Was ihr die ganze Zeit vorhin beguckt habt, gehört nämlich hier zu. Und damit ist das hier falala, nämlich nicht. Sondern, das wird ein deutsches Stempelset. Ja, das machen wir aber wann anders, versprochen. Ich nehme euch das auf, wir machen das gemeinsam, wir basteln die fertig. Ich denke, das schaffen wir auch noch im August, sodass, wenn also ihr bestellen könnt, dass ihr das auch schon gesehen habt und euch dann schon entschieden habt, ob ihr das auch wollt oder nicht. So, und dann haben wir noch Karten. Aus unserem Memories and More. Können wir jetzt auch weihnachtliche am Rabus. Weihnachtliche Alben machen. Ja, sehr schön. Auch das würde ich euch gerne noch in einem extra Video vorstellen. Deswegen packe ich es jetzt nicht aus. Das zu begucken dauert ja bei mir normalerweise so 3,5 bis 5 Minuten in dem Video. Die sparen wir uns jetzt. Da müsst ihr also noch ein bisschen geduldig sein. Das machen wir auch als Video, ich verspreche es euch. Was haben wir noch? Oh ja. Oho. Oho. Wir haben Metallic-Papier in Zink-Optik. Das ist auch mega cool. Ich schneide es euch auf, damit ihr das ohne Reflexion sehen könnt. Bitte warten. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. So. So, ich pack's da gleich wieder rein. Aber ihr sollt's ja einmal sehen können. Das ist schon, ja, schiefergrau oder sowas. Beidseitig ist auch sehr schön. Ja, das gefällt mir auch richtig gut. Es ist quasi matt Silber, oder wie soll man das so nennen? Ja, matt Silber trifft das, glaube ich, ziemlich gut. So, das packen wir hier wieder rein ganz schnell. So, was haben wir noch? Ja, auch wieder aus dem Jahreskatalog tatsächlich. Ich habe euch ja schon ganz viele Designerpapier vorgestellt. Aber das Designerpapier Broadway. Guck mal, Silvester! Das ist der Plan, ne? Also ich finde, es passt auch gut, so ein bisschen weihnachtlich mit Gold und so. Ja, stelle ich euch auch noch vor. Habt ihr gar nicht gesehen jetzt, ne? Schade. Auf meinem Schoß seht ihr nichts. Da sagte ich gerade Silvester. Entschuldigung. Ja, stelle ich euch aber natürlich auch noch vor. Mache ich ein Video von. So, dann gibt es ein Papier. Das nennt sich Elegante Weihnachten. Elegante Weihnachten. Und wenn ihr mich fragt, ist Elegante Weihnachten
Ja, da habe ich auch gleich schon mehr von bestellt. Schwupp. So. Auch das stelle ich euch natürlich noch vor. Elegante Weihnachten. Wir gucken nur einmal ein bisschen rein. Finde ich tatsächlich weihnachtlich. Und ich darf eigentlich noch nichts verraten, aber elegante Weihnachten gehört zu einem zu einem etwas aus September. Also ihr müsst noch ein ganz kleines bisschen warten und dann erzähle ich euch, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall ist es ja hier nicht für uns Demos, ne? Also. So, und hier haben wir noch eins. Das finde ich total schön. Das habe ich bestellt. Und dann habe ich es mir über meine Upline angeguckt auf dem Teamtreffen und habe gedacht, oh mein Gott, wie gut, dass ich es bestellt habe. Und ich muss es euch unbedingt schon einmal ein bisschen zeigen, weil es ist einfach. Das ist wieder eine Seite nicht und eine Seite doch, das kennen wir auch schon. Aber es ist so schön. Hier. Oh, ich drehe durch. Das ist so weihnachtlich. Ja, da drehe ich euch auch noch mal ein Video von. Warum habe ich eigentlich in der letzten Zeit, wenn ich Videos drehe, immer einen Frosch im Hals? Ich verstehe es einfach nicht. So. Ja, ich würde sagen, das war's. Dann gehe ich jetzt ganz schnell mal ein Video schneiden und zusammenbappen und hochladen, damit ihr euch das heute noch angucken könnt. Und dann drehe ich euch nach dem Urlaub, denn wie gesagt, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, kriege heute Gäste und fahre noch ein bisschen weg und ja. Am Wochenende ist Workshop und Sonntag ist Geburtstagsfeier und also viel zu tun. Auf jeden Fall drehe ich euch, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, die Videos und zeige euch das alles nochmal im Detail. So, ja, dann bleibt mir nur noch, euch für heute einen tollen Tag zu wünschen und bis bald. Tschüss. Musik